allererstes würde ich die Lotseite anzeichnen. Dazu nehmt ihr die Wiegelatte. Ich benutze eine etwas längere Wasserwaage. Das heißt, ich zeichne jetzt die Seite an, die ich ganz gerne auch lotrecht erstellen möchte. 1,24 Meter ist mein Mauerwerk. Jetzt hier in dem Fall meine Wasserwaage ist 1,50 Meter. Das heißt, ich zeichne erstmal zunächst ein bisschen weiter an. Das nennt man auch anreißen. Auf dem Fundament, auf der Unterlage etwas anreißen, anzeichnen. Dann mache ich Folgendes. Ich bestimme Anfang der Mauer und ich bestimme Ende der Mauer. Und jetzt muss ich messen. Jetzt messe ich von Anfang bis zum Ende die 1,24 Meter. Maßgenau. Bei solchen Messungen seid genau und sorgfältig. Kontrolliert euch auch nochmal, ob alles so passt, wie es passen soll. 1,24 Meter habe ich in dem Fall genau hier an dieser Stelle. Also ich möchte, dass meine Mauerecken dann dementsprechend so liegen, dass ich hier den Anfang habe, hier das Ende auf 1,24 Meter und diese Vorderseite hier, das wird meine Lotseite sein, die ich geradlinig mauere. Jetzt muss ich Folgendes machen. Ich weiß, ich brauche eine Schichthöhe von 8,33. Das genaue Maß ist 8,33. Der Stein hat 7,1 und ich sagte euch 1,2 die Lagerfuge, rein rechnerisch sogar 1,23, damit man ganz genau auf den Meter kommt. Das heißt, ich muss letztendlich eigentlich gucken, wo fange ich an. Man fängt immer am höchsten Punkt an. Mal angenommen, mein Fundament würde so verlaufen und ich würde an dieser Stelle anfangen mit 8,3 cm, dann würde ich hier gar keinen Mörtel mehr drunter kriegen. Unter Umständen, ne? Denn hier ist mein Boden schon viel zu hoch. Das heißt, ich muss letztendlich immer in der ersten Schicht kleinere Unebenheiten vom Fundament, von der Unterlage ausgleichen. Deshalb fange ich immer am höchsten Punkt an. Also gucke ich mit der Wasserwaage, welche der beiden Steine jetzt hier in dem Fall der höher liegende ist. Der Boden ist sehr waagerecht. Also ich habe hier keine Tendenz. Ich bin hier tatsächlich mit der Luftblase der Röhrenlibelle sehr, sehr mittig, sehr, sehr zentriert zwischen den beiden Distanzkreisen. Ich fange ganz einfach hier mit diesem Stein an, denn es spielt hier in dem Fall keine Rolle. Ich mache also Folgendes. Ich werde diesen Stein als erstes auf 8,3 cm hochmauern, auf Schichthöhe. Dazu nehme ich meinen Mörtel, den Stein. Ich bin Rechtshändler. Als Rechtshändler habe ich grundsätzlich immer die Kelle in der rechten Hand. Und den Stein, den nehme ich immer zwischen Daumen und den restlichen Fingern der Hand, immer so schön auf der breiten Seite. So kann ich den am besten nehmen, so kann ich den überall variieren und hinsetzen, wie ich ihn haben möchte. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme für die Lagerfuge Mörtel. Ich nehme nicht zu wenig, auch nicht zu viel. Das ist später ein Erfahrungswert. Ich reibe das auch nicht glatt, sondern ich nehme den Mörtel so aufgeraut, damit er unten drunter sich überall ausbreiten kann, ausquetschen kann und setze den Stein dann deckungsgleich mit der Ecke, die ich angezeichnet habe. Ich wippe den so etwas ein und schneide hier ein bisschen ab. Jetzt mache ich Folgendes. Ich messe die 8,3 cm. Nehme also hier den Zollstock und setze den Stein genau auf 8,3. Ich wippe den quasi so quasi im Mörtelbett auf 8,3 hoch. Und jetzt habe ich genau hier die 8,3. Jetzt habe ich noch keine Gewährleistung, ob der Stein wirklich auch überall schön ebenflächig waagerecht ist. Das heißt, ich werde erstmal meine Wasserwaage auf der Breite legen. Den Stein dann waagerecht ausrichten, mache ich gerne mit dem Kellengriff.
Also die Maurer, die nehmen ganz gerne das Blatt der Maurerkelle und machen es so. Ich habe mehr Gewalt mit dem Kellengriff, mache das dann dementsprechend so. Achte immer, dass die Luftblase dann genau zentriert ist. Dann nehme ich einmal die Längsseite des Steins mit der Wasserwaage, also diese Kontrolle. Hier musst du auch noch ein bisschen runter. Und so hätte ich den überall in der Oberfläche horizontal. Jetzt schneide ich noch an den Seiten hier den Überstand ab. Nehme den Mörtel zurück ins Speisfass. Würde den hier nochmal etwas rüberbringen zu meiner Markierung. Okay. Den nehme ich auch erstmal weg. Jetzt kommt der nächste. Die andere Mauerecke. Mörtel für die Lagerfuge. An der Markierung. Mit der Kellenspitze etwas ausbreiten. Wichtig ist, dass ich überall unterhalb des Steines auch Mörtel habe. Dass ich nirgendwo einen Hohlraum habe. Absolut vollfugig. Setz den Stein oben drauf. Wipp den schon mal etwas ein. Nicht zu viel. Jetzt nehme ich meine Wasserwaage. Lege ich über beide die Wasserwaage drüber. Und sehe, aha, okay, ich bin hier noch zu hoch. Das heißt, ich muss jetzt hier an der Stelle den Stein noch einwippen. Da brauche ich gar keine Kelle, mache ich mit der Hand. Und zwar, so gefällt mir das gut. Jetzt nehme ich nochmal die schmale. Einmal hier nochmal in der Länge. Einmal in der Breite. Okay. Abschneiden. Ich möchte zu jedem Zeitpunkt eine saubere Baustelle haben. Ich möchte also nicht im Mörtel stehen. Ich achte immer darauf, dass ich die Steine, die ich verarbeitet habe, auch direkt ordentlich sauber hinterlasse. Jetzt gehe ich nochmal hin und würde die Rechtwinkligkeit kontrollieren. Das heißt, an der Lotseite vorne halte ich jetzt nochmal die Wiegelatte dran und guck mal, ob ich auch vollflächig aufliege auf beiden Kopfseiten. Das ist der Fall. Hier auch. So, jetzt habe ich die Mauerecken schon mal fertig. Jetzt spanne ich die Schnur. Dazu nehme ich zwei Steine. Ein Stein am Mauerende, so weit wie möglich außen und lass den so 3 bis 5 cm überlappen. Ich bin hier sehr vorsichtig, weil der untere Stein, den habe ich gerade erst vermauert, der ist noch frisch. Den möchte ich jetzt nicht verändern in seiner Lage. Das gleiche mache ich auf dieser Seite, 3 bis 5 cm. Ich nehme die Steine hochkant. Ich lege sie nicht hin, ich nehme den Stein hochkant, denn ich möchte diese Kanten hier noch sehen, damit ich hier auch die Schnur spannen kann und sehe, ob die Schnur auch da ist, wo sie hingehört. Dann nehme ich die Schnur, mache Folgendes. Ich lasse so 30, 40 cm einmal am Ende überstehen, nehme die Schnur unten drunter und wickle einmal über diese Kopfseite, kippe den Stein nach innen und klemme quasi die Schnur unterhalb des Steins einfach ein. Das Gleiche mache ich auf der anderen Seite. Einmal unten drunter, schon etwas stramm ziehen, einmal umwickeln über diese Überlappung, den Stein nach innen kippen und die Schnur ganz einfach unten einklemmen. Jetzt habe ich die Schnur ganz gerne so ungefähr einen Millimeter von dem Steinkopf entfernt, damit ich so noch einen Millimeter Platz habe zwischen Stein und Schnur. Dann habe ich die Gewährleistung, dass die Schnur auch nicht falsch liegt, nicht weggedrückt wird vom Stein. So kann ich mauern. Die Schnur gibt mir jetzt die Höhe und die Schnur gibt mir jetzt die Richtung an der Lotseite. So, als Rechtshändler hatte ich gerade gesagt, mauere ich immer von rechts nach links. Wir versuchen als Kanalbauer immer so zu stehen, dass wir, wenn wir Mauerwerk erstellen, ja, es ist ja meistens ein Kontrollschacht, das ist ziemlich eng.
Bei dem Kontrollschacht kann ich entweder in der Mitte stehen und von der Mitte aus mauern oder im äußeren Bereich. Wenn ich jetzt hier mir vorstelle, das ist eine Mauer von einem Kontrollschacht, dann ist die Lotseite immer die Innenseite. Im Endeffekt, da wo ich jetzt stehe, wäre ich außerhalb. Ja? Spielt jetzt in dem Fall keine Rolle. Wenn der Arbeitsbereich groß genug ist, kann ich das tun. Ich habe die Schnur immer gegenüberliegend auf der Lotseite. Ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme mir Mörtel von rechts nach links. So ungefähr für ein Stein bis zu zwei Steinen kann man Mörtel schon mal ansetzen. Ich bleibe mal so bei einem Stein. Schön vollflächig. Und jetzt kommt die Vollfugigkeit. Jetzt gehe ich nämlich hin und nehme den Stein und werde auf der Längsseite des Steins Mörtel aufbringen. Und zwar folgendermaßen, ich nehme eine spitze Mörtel für vorne, eine spitze Mörtel für hinten und eine spitze Mörtel in die Mitte. Ich muss das anschmeißen, damit das auch so bleibt, nicht runterrutscht. Und jetzt kann ich nämlich hingehen und den Stein ganz vorsichtig mit 1 cm Fuge neben diesen Stein setzen. Den wippe ich jetzt ein, bis er ungefähr auf Höhe kommt. Und das ist jetzt der Fall. Abschneiden. Den Mörtel, den ich jetzt über habe, kann ich direkt für den nächsten Stein verwenden. Ich brauche jetzt noch gar nicht unbedingt die Wasserwaage. Ich würde vielleicht die Länge einmal kontrollieren. Ja, alles gut. Hier ein bisschen runter. Zentimeter habe ich auch. Die Wasserwaage lasse ich jetzt auch mal hier drauf liegen, damit ich sie gut nehmen kann. Nächste Stein ansetzen. Stein nehmen. Vorne. Hinten. Mitte. Reinsetzen, reinwippen und dann den Stein absetzen. Wasserwaage. Das gefällt mir. Stoßfuge. Ich kann allerdings nur eine Seite anschmeißen, beide Seiten gehen nicht. Also mache ich Folgendes. Ich setze eine Seite mit Stoßfuge. Und bei der anderen Seite, ich nehme den Stein mal kurz beiseite, werde ich vollfugig verfüllen. Das heißt, ich kann den Mörtel mit einer guten Konsistenz hier gut reinschmeißen. Schnur abmachen. Die Steine brauche ich später wieder zum Mauern. Sauber machen. Ganz wichtig ist jetzt nochmal die Kontrolle der Geradlinigkeit, wobei ich muss jetzt aufpassen,
die Anfangssteine darf ich natürlich nicht verändern, sondern möglicherweise nur die Steine in der Mitte, die noch so ein bisschen nachgerückt werden müssen. Das ist jetzt noch alles frisch, jetzt kann ich das noch machen. Und dann habe ich hier die Lotseite, so wie ich sie haben möchte.